Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ihr seht's, ich bin bei 4075 Pokalen und würde natürlich jetzt ganz gerne auch in die Titan League kommen mit 1, 2, 3 Angriffen. Ihr seht, ich bin hier ganz, ganz hoch gelistet, mittlerweile auch in meiner kleinen Liga. Und ich würde sagen, ich suche mal einen Gegner und dann machen wir einen kurzen Cut. Wow. Das finde ich gut. Ja, also die Gegnersuche hier war mal erfolgreich, obwohl das ein echt hammerschwerer Gegner ist. Aber letztendlich brauche ich nur das Rathaus, um hier so ein paar Pokale abzugreifen. Und ich denke mal, auch wenn der hier Hölle schwer ist, sollte mir das gelingen. 46 Pokis, wenn ich den hier ganz abräume. Und vor allen Dingen, wenn ich verliere, nur 8 Pokale. Das ist natürlich noch viel, viel besser an der Stelle. Jetzt muss ich mal gucken, das ist, was das für ein Inferno ist. Oh, das ist auch noch ein Single. Scheiße. Naja gut, kann man machen, nix. Jetzt bin ich hier dran und gucke mal, dass ich hier mit meinem Bowler, mit meinen Helden und mit meiner Clanburg hier in diese Base reinkomme und wenigstens das Rathaus hole. Das muss drin sein an der Stelle. So, wir friesen hier einmal den Adler, so ein kleines bisschen. Zweimal giften hier. So, das Rathaus haben wir schon mal. 36%. Also der muss in jedem Fall viele Prozente geben hier. Die Ressourcen sind mir eh egal. Aber ich will hier ein paar Prozente mitnehmen noch. 42, oh oh oh. Das wird eine ganz enge Kiste hier. Da muss ich jetzt schon mal meinen Babydrachen hier setzen. Mal gucken, ob der sich jetzt noch, ob die beiden das jetzt noch schaffen, hier die letzten 4%. Oh nee, jetzt hat er das dicke Lager da vor sich. Aber da hinten, mal gucken, wo der jetzt hinschießt, der Adler. Na, kriegen wir das Lager noch? Das würden die 2% sein. Nein, wir kriegen es nicht mehr, scheiße. Aber egal, 15 Pokale hier auf den RH11er hier. Das ist natürlich für mich echt super, muss ich mal so sagen. Denn oftmals kriege ich hier nur 3, 4, 5 Pokale und deswegen sind mir diese 15 hier lieber als 3, 4, die ich kriege, weil ich einen 10er nicht ganz schaffe und ich lasse jetzt erstmal meine Helden so ein bisschen ruhen und mache dann meinen zweiten Angriff hier Richtung Titan. So, Freunde, die Suche hier, wenn ihr sehen würdet, was ich hier alles wegklicke, das ist echt der Hammer. Aber ich denke mal, den 10er hier, den machen wir mal. Der würde 20 Pokale geben, wenn man ganz räumt. Er hat, ist schon eine ziemlich starke Base hier. Aber wir gucken mal, ob wir hier nicht trotzdem irgendetwas reißen können. Und ich gucke jetzt mal, dass ich nicht so eine starke Seite hier erwische mit einer Doppelkanone. Also würde ich sagen, oh, der hat überall eine Kanone in diesen Ecken stehen hier. Ich würde sagen, dann... ich habe diese Armee am Start. Scheiße, ich habe eine verkehrte Armee am Start. Okay, das ist natürlich dösig. Oh, Mist. Ach, ich habe diese Armee hier am Start mit Heiler. Eieieiei. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Muss ich mal so sagen. Das ist ein bisschen blöde an der Stelle. So, mal gucken, ob wir den King schaffen. Ja, den schaffen wir da. Das ist schon mal nicht schlecht. Und mal sehen, wo die Queen hier jetzt weitergeht. Ach, das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Jetzt werden meine Heiler nämlich so ein bisschen weggepustet. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich von dieser Seite hier so ein bisschen funnel. Dass wir hier in jedem Fall reinkommen. So. Da kommt auch schon so ein bisschen Clanburg raus. So, mal schauen,
ob unsere Walküren hier jetzt mit reingehen. Das sieht gut aus. Oh, mir ist die Queen gestorben. Shit, shit, shit. Mir ist die Queen gestorben. Ah, scheiße. Ah, Mist, ey. Naja. Okay, dann haben wir hier nur noch einen Mauerbrecher. Gucken wir mal. Ja, der schafft die Mauer auch nicht mehr. Okay. Er hat damit zugeguckt. Mal gucken. Ha, es reicht. Es reicht. Yes. Yes, es reicht. Es reicht. Es reicht. Super. Titan League. Yes, ich bin da. 4103 Pokale. Jawohl. Super Sache. Und ja, mal gucken, ob wir uns hier auch halten. Oh, war das knapp. Junge, 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 Junge. So, dann muss ich natürlich einmal in die Runde hier winken. Und zwar einmal so und einmal so. Und dann mache ich gleich noch einen Angriff. Ich bilde mal als nächstes so ein bisschen eine andere Armee aus, denn wir haben ja ein Event. Und das Event kommt mir natürlich nicht gerade entgegen hier in der Titan League. Aber mal gucken. Ah, wir haben ja jetzt schon 5 Giants hier zweimal benutzt. Also das haben wir schon mal geschafft. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jo, liebe Clasher, ich bin mittlerweile einmal zumindest angegriffen worden hier in der Legendenliga und habe aber nur ein paar Pokale verloren, also ich glaube 5 oder 6 Pokale waren es. Und ich denke mal, wir können hier fröhlich weitermachen. Ich kann jetzt wieder ein bisschen weiter reinfarmen, denn ich will hier oben ja nicht wirklich bleiben. Ja, denn ich will ja ein bisschen weiter unten bleiben und deswegen glaube ich, das hier könnte für uns ein relativ gesunder Gegner sein. Mal schauen, wir kommen hier richtig breit über diese beiden Flanken hier rein und ein Golem noch in der Mitte. Dann ziehen wir hier mal so ein bisschen was nach und mal gucken, ob die Mauerbrecher das Die-Warp packen. An der Stelle hier Helden mit raus. So, der hat zwar einen Warden, aber das soll uns jetzt nicht wirklich interessieren, denn wir wollen ja ein bisschen was an Sterne machen hier und vielleicht auch mal an einem RHL hier so ein bisschen gewinnen. Gucken wir mal, wie das hier funktioniert. Aber das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, das geht noch. Dann machen wir hier nochmal einen Rage in der Mitte rein und mal schauen, ob wir hier nicht so den einen oder anderen Stern mitnehmen. Ja, das sieht gut aus. Beide Helden sind noch dabei, aber viel lebt hier jetzt nicht mehr. Ja, die Helden, die reißen es hier. Ah, der Adler ist down, okay. 45%, mal gucken, ob da noch so ein bisschen was geht von der Queen, vielleicht noch 1-2%. King is down, 47%, oh, das wird eine ganz enge Kiste. Das Lager, da kriegen wir leider nicht mehr. Mal gucken, ob wir jetzt noch irgendwo, ja, jetzt müssen wir uns irgendwo 2% hermogeln. Aber das ist echt schwierig hier bei der Base. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ah, das wird nichts mehr. Ich guck mal, ob da der Magier gut ist. Na, vielleicht schießt er noch einmal. Da ist zwar diese Statue, aber die Statue macht mich da weg vom Borden. Ja, macht nichts. 5 Pokis. Aber wie gesagt, ich will ja nicht unbedingt hier oben bleiben, denn ich will ja wieder ein bisschen runter, um meine Mauern vor allen Dingen weiterzumachen. Aber ihr seht, mein Labor hier ist fertig. Ich habe den Heilzauber hier ja als letztes geforscht. Der ist jetzt Max Level. Und weil wir gerade so gut hier im Elex stehen, denke ich mal, machen wir den Blitzzauber. Blitzzauber, 14 Tage, den hauen wir hier rein. Dann habe ich auch ein bisschen Elex für meine Mauern, im Moment eher weniger. Aber, ne, schauen wir hier rein. Ja, hier ist richtig was drin, das holen wir hier mal raus. Und dann kann ich weiter mit Dunklen ganz fröhlich angreifen hier und kann vor allen Dingen mit Elex vielleicht die eine oder andere Mauer machen. Ich denke, wir machen heute auf der linken Seite hier weiter mit 3 Millionen für diese Mauer. Also viel ist es jetzt hier nicht mehr. 1, 2, 3 Stück noch auf der Seite. Und auf dieser Seite hier sind es noch... Ah, auf der Seite ist es nur noch eine Mauer. Okay, auf der Seite ist es nur noch eine Mauer. Stimmt das auch wirklich? Einmal hier den Schützenturm. Ne, 1, 2, 3. Hier sind es auch 3 Stück, aber sieht, glaube ich, ganz ordentlich aus an der Stelle. Ich mache hier jetzt das Event weiter und habe jetzt schon mal die erste Armee hier für dieses Event ausgebildet, also 24 Barbaren müssen ja irgendwie dabei sein. Bleibt einfach bei mir dran, dann sehen wir hier, ob ich in der nächsten Woche auch noch in Titan bin, also in dieser Woche hier.
Und bis dahin, ja, euer Toto Clasht.